Ja, hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mount & Blade Warband. Und gerade befinden wir uns hier in einem Kampf von Menschenjägern gegen Waldbanditen. Wir helfen den Menschenjägern einfach, wenn wir es können. Und ja, mal schauen. Ich sag einfach mal mir nach. Lass die jetzt erstmal hier... ein bisschen warten. Position halten, greifen sie ja gleich eh an. Von daher mal eben kurz mir nachsagen. Ich würde sagen... das können wir eigentlich angreifen. Haben die eine Bäuerin dabei? Das sieht irgendwie so danach aus. Ups. Ich hoffe mal, dass wir hier nicht zu große Verluste einstecken. Die Ritter werden natürlich jetzt ganz vorne sein mit den Kopfgeldjägern. Aber die Kopfgeldjäger hätten das eh nicht gepackt, sagen wir es mal so. Also von daher... eigentlich helfen wir denen ja gerade hier. Deswegen hoffentlich bekommen wir auch ein paar Gefangene. Weil die Waldbanditen kann man eigentlich ganz gut verkaufen. Und wir haben gewonnen. War abzusehen. Ja, keine Verluste, das ist schön. Und haben auch Kopfgeldjäger ein bisschen Beziehung dazu bekommen, weil die hätten das ohne uns auch gar nicht geschafft. Deswegen nehmen wir uns jetzt auch drei Waldbanditen mit. Die Stammeskrieger kann er behalten hier. Und wir kriegen hier noch ein paar Gegenstände, die ich jetzt allerdings meinen anderen Leuten geben wollen würde. Rüstung verbessern. Genau, hier, ne? Habe ich ja eigentlich überall Rüstung. Doch, Rüstung verbessern. Rüstung verbessern. Rüstung verbessern. So. Easy. Und genügend Platz im Warenlager. Was soll das denn? So, können wir ein bisschen was mitnehmen. Und das reicht eigentlich. 169 Dinar und Jeremos hat gelevelt. Sehr schön. Also erstmal haben wir noch einen Nordveteran, jetzt haben wir den hier noch, der gelevelt hat. Hier haben wir noch einen Plänkler, zwei Plänkler sogar. Und noch einen Bogenschützen oder Scharfschützen, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ein Waffenknecht, zwei Waffenknechte sogar. Und das heißt, der schwadische Ritter wird bald nicht mehr alleine sein. Also wir haben ja schon wieder drei Waffenknechte und ne, die können wir dann bald upgraden. Der Regimos hat jetzt auch ein bisschen andere Ausrüstung hier, sehr schön. Es geben wir ihm weiter Intelligenz und werden hier auch die Wundbehandlung, denke ich mal, erhöhen. Weil ne, die Heilungsgeschwindigkeit geht dann nach oben und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die erste Hilfe. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch machen. Da kriegen wir immer so ein bisschen HP zurück. Das ist echt nicht schlecht. Ja, waffentechnisch weiß ich gar nicht, was da so drauf war. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Da habe ich noch gar keine Ahnung, was ich dem geben möchte. Aber ich bin schon sehr zufrieden auf jeden Fall mit meinen Einheiten hier. Jetzt haben wir hier die Beziehung wenigstens ein bisschen gefestigt. Hier vorne haben wir Nordjäger. Das ist nicht so gut. Ich will mal eben kurz nach Praven gehen und gucken, ob ich da eventuell... und seht ihr, die sind schneller als wir hier. Das ist ein bisschen problematisch. Deswegen versuche ich gerade in der Nähe von dem anderen General hier zu bleiben, damit die uns in Ruhe lassen, weil irgendwie sind die so ein bisschen geil auf uns. Und ja, leider ist hier das Turnier zu Ende. Wir wurden aber während, das war bevor ich die hier angemacht habe, ne, da habe ich eine Einladung bekommen für ein Turnier und heute möchte ich gerne mit euch zu diesem Turnier gehen. Und da werden wir jetzt auch hingehen. Und zwar, ja, erstmal werde ich kurz was fragen, weil ich will mir eigentlich kurz gucken, ob ich eventuell dem
König Harlaus, genau hier eine, ne? Habt ihr Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte? Zuerst beschämt es mich gar fürchterlich, Milideas, doch als ich meine Truppen kürzlich musterte, fielen mir Soldaten auf, die keine Lanze von einem Holzschiff unterscheiden können. Ihr seid ein Krieger von gutem Rufe, Milideas. Würdet ihr einige Truppen für mich ausbilden? Wie viele Mannen benötigt ihr? Wenn ihr 7 schwadische Waffenknechte ausbilden und zu mir bringen könntet, wird das vermutlich genügen. 7 schwadische Waffenknechte. Und da muss er jetzt für 7 dann zu den... Ja, nee, lieber nicht. Mach mal später. Können wir später vielleicht machen, auch wenn er 7 Stück braucht, wo ich eigentlich echt keinen Bock drauf habe. Aber egal, gucken wir jetzt erstmal, wie Luca war es, glaube ich. Genau, Anmerkung hier. Bildet die Bauern von Touchdown. Nee, das sind die anderen. Nehmt im Turnier von Veluca teil. Genau, Veluca. Upp, Veluca, nicht Praven, du Vogelkopf. Erstmal wieder zurückgehen, weil ich mache jetzt nicht mehr so schnell die Schnellreise. Weil hier wird es jetzt wirklich... Oh, warte, wir machen das anders. Weil ich muss mal eben kurz die 3 Leutchen loswerden hier. Bauersfrau, nein. Weil es wird doch momentan ziemlich, ziemlich gefährlich auf der Karte. Deswegen sollten wir auf jeden Fall schauen, dass wir so schnell wie möglich die Gefangenen loswerden. Weil ansonsten könnte es sein, dass wir eventuell ins Hintertreffen geraten und naja, ne? Dann ziemlich auf die Möhre kriegen. Das ist nicht so schön. Hält Lösegeldvermittler, da haben wir's. So, schön verkaufen und dann können wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht eventuell eine Blandwaffe bekommen. Weil das ist auch noch ein Problem, was ich jetzt seit einiger Zeit habe. Hier mal P, ne? Penetration, ich will aber Blunt haben. Keine Penetration. Aber leider alles, ja, alles Penetration, ne? Cut, Penetration, Cut, Penetration, ja, scheiße. Großer Morgenstern kann einhändig und zweihändig getragen werden. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall keine Waffe dafür. Dann würde ich sagen, können wir mal eben kurz mit dem Bauer sprechen. Vielleicht hat er hier eine Aufgabe. Nee, der möchte uns Flüchtling, kein Bedarf an Landskirchen. Nein. Ach, scheiße. Hält Nadja. Pack deine Sachen, Mädel, es wird Zeit, dieses Land zu verlassen. Na, vielleicht können wir das später mal, vielleicht könnten wir so mitnehmen später. Jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Wir gehen nach Veluca zum Turnier, aber ansonsten vergesse ich das wieder. Ne, und das ist nicht schön. Miau. So, und hier sollte eigentlich das Turnier stattfinden. Eigentlich. Wahrscheinlich müssen wir hier am Tag hin. Also warten, bis jetzt hier Tag ist. Genau, macht beim Turnier mit. So, wir können jetzt mal gucken, dass wir eventuell eine neue Waffe bekommen. Die können wir zwar nicht mitnehmen, aber zumindest kriegen wir eventuell endlich mal Blunt Damage. Aber es sieht nicht gut aus. Geputzter Dreieckschild dick. 5,19. Und Größe 100. Hat auch ziemlich viele Trefferpunkte. Wäre es eigentlich wert, ne? Also ich würde sagen, den holen wir uns. Der ist nicht schlecht. Den will ich haben. Müssen wir ein bisschen Dinar bezahlen, aber was tut man nicht alles? Eine schöne Größe, Geschwindigkeitswertung ist jetzt ja, genauso. Widerstand halt, ne? Einfach mal ein bisschen mehr und auch viel mehr HP. Das ist sehr gut. Und jetzt gehen wir zum Turnier. Turniergestaltung ändern. Das machen wir genau gleich hier. Einhänder. Lanzen, Turnierlanze, bla. Also wir werden hier auch immer mit zufälligen Ausrüstungsstücken dann beim Turnier ausgerüstet. Das ist nicht so toll.
Ja, beim Team mach mal zufällig. Das ist mir egal. Einsatz würde ich sagen, 100 Denare sind in Ordnung. Ne, Wette machen wir auch mal so. Zwei. Ich will jetzt nicht so viel machen. Lassen wir es erstmal so hier drinne. Zweihand, Waffe, Armbrust, Bolzen. Ausrüstung immer zufällig. Ja, Armbrust finde ich jetzt eigentlich nicht so. Einhänder und Schild finde ich interessant. Die beiden. Ne, weil Armbrust und Bolzen ist für mich jetzt nicht so geil. Wir können aber auch Ausrüstung immer zufällig machen. Ist so ein bisschen Vanilla. Aber will ich eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich schon mit dem Spiel, was ich habe. Dann können wir vielleicht auch ein bisschen höher gehen dann mit der Wette und so. Dann können wir so. Na, sagen wir mal so 5. Haben wir ein bisschen Geld, was wir hier verspielen können. Verbesserung. Ach, kann man so ein bisschen. Ah, okay. Nee, also. Ja, wollen wir das mal versuchen hier? Kämpft in der nächsten Runde. Ich bin echt mal gespannt. Weil da sind teilweise Leute dabei, die echt ganz schön hart sind. In dem Fall halt nicht. Zumindest der da. Der ist nicht sonderlich stark gewesen. Muss man auf jeden Fall hier gut aufpassen. Oh ja, da. Der seht ihr schon. Ne, der hat mir ganz schön Damage gehauen hier. Okay, wo ist denn der andere? Da. So. Ui, das ging noch gut. Ich muss mich aber ganz schön konzentrieren hier. Also hier haben wir auf jeden Fall drei Ansehen bekommen, ein bisschen Erfahrung. Schnellste Klinge. Ritter Percy von Suno. Ah nee. Ich habe keine Turnierauszeichnung bekommen. Wie? Wie? Wie keine Auszeichnung? Habt ihr doch alle weggeboxt hier. Tja. Diese Ratte. Diese Ratte. Diese verdammte Ratte. Kam der einfach von hinten und hat mich da gekillt. Da muss ich gleich richtig aufpassen. Diese verdammte Ratte. Boah. Da muss ich jetzt auf jeden Fall mal aufpassen. Ja. Ist recht so. Oh mein Gott, ey. Okay, die Runde läuft schon besser. Aber hier kam jetzt auch keiner von hinten, der mich irgendwie verknuspern wollte. Bujaka. Also der hat ganz schön was ausgehalten. Puh. Und ich habe einen verwegenster Kämpfer 4, 290 Erfahrung und 3 Ansehen. Nett. Und Cash natürlich gibt es hier auch ein bisschen. Bin mal gespannt, wie viel ich am Ende kriege.
Okay, jetzt bin ich langsam so ein bisschen ratlos. Da vorne ist... Da vorne ist ein Bogenschütze. Den sollte ich jetzt eventuell erstmal nicht rangehen. Scheiße. Er ist ein bisschen unfair gerade. Was ist los mit dir? So, haben wir noch einen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ja, ich habe wieder keine Auszeichnung bekommen. Der eine war aber auch echt heftig. Oh, ist die Karte beschissen. Boah, ist die Karte scheiße. Die Karte ist ja richtig daneben hier. Und ich habe nicht einmal ein Pferd. Ne? Also ich habe jetzt nicht einmal ein Pferd gekriegt. Das finde ich irgendwie sehr schade. Weil ich spiele doch so gerne auf einem Pferd. Oh oh. Na komm her. Nope. Da hat er mich schneller erwischt. Aber ich habe die schnellste Klinge gekriegt und auch noch mal verwegsten Kämpfer hier. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auch wenn er mich ausgeschaltet hat. Aber ich krieg halt nicht einmal ein Pferd, ne? Ich glaube deswegen, dass mit der zufälligen Ausrüstung ist das. Da kann man das, glaube ich, angeben, ob man ein Pferd, ne? Ob man ein Pferd kriegt da oder nicht. Ich glaube, das ist mit Ausrüstung auch mit drin, ne? So, mal sehen hier. Der scheint nicht so stark zu sein. Also der hat mir jetzt nicht sonderlich viel Damage gemacht. Verdammter Killstealer. Leute wie dich haben wir bei LOL noch angespuckt. Nein, aber... Wow, 1000 Denare, 875 Erfahrung und 35 Ansehen und ein Rennpferd haben wir bekommen. Was nicht sonderlich toll ist, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also ein Rennpferd ist jetzt... Ja, ne, ist okay. 263 halt, 4 Angriff, Rüstung und Gesundheit. Ja, können wir jetzt einem geben von uns? Wir haben jetzt auf jeden Fall diese Einladung hier erfüllt. Das ist gut. Mit Patrizio Matthäus, um eure Belohnung abzuholen. Patrizio? Wer ist denn das? Das ist der Lord hier? Ja, ist er. Mit dem müssen wir schnacken. Aber der ist, glaube ich, nicht hier. Können wir mal fragen hier, wo ist denn der? Patrizio Matta. So, auf Reisen sollte gerade zwischen Peschmi und Amaschke. Peschmi und Amaschke. Peschmi und Amaschke. Was für Namen? Peschmi, Peschmi, Amaschke. Was sind das für Namen, ey? Peschmi und Amaschke. Das finde ich doch niemals. Peschmi und Amaschke. Amaschke da. Amaschke und Peschmi. Da vorne ist der Gans. Sag mal. Ja, schon ein bisschen doof, ne?
Aber ich glaube, der ist jetzt auch zum Turnier unterwegs. Zumindest hoffe ich das. Ich gehe da nochmal rein und frage nochmal. Dann sehe ich, wohin er sich bewegt. Zwischen Burg Terama und Schibal Summere. Okay, damit kann ich was anfangen. Oder auch nicht. Also der war vorher hier hinten. Oh Gott, diese komischen. Ohne Witz, ne? Die Namen hier von diesen ganzen Burgen und so, die sind echt verwirrend. Also, Burg Terama, okay, Burg Terama, das kann ich mir merken. Terama, Terama, Burg Terama. Oh Gott, Burg Terama. Ich glaube, ich warte hier einfach, bis er irgendwann kommt. Weil der scheint hier gerade wirklich sehr viel unterwegs. Da, ach so, deine. Ach so, die greifen da hinten gerade an. Ach so. Ach so. Da ist er gerade, hier in der Gegend. Was haben wir denn hier? Können wir eben kurz anquatschen. Beste Militärs, bla bla. Ja, es sind hier gerade links der Chat, ne? Ich hoffe, dass der beim nächsten Spiel, also bei Bannerlord, ein bisschen verbessert wird, weil der ist echt nervig. Okay, da kann ich gerade nicht fragen, wo der andere Typ ist. Mal eben sehen, wer da drin ist. Baron Clays. Wem müssen wir es nochmal abgeben hier? Patricio Matthias. Ola. Ich sag euch, ich werde wahrscheinlich diesen Typen niemals finden. Habt ihr sie gesehen? Ich würde euch gerne privat. Bla bla. Ich möchte euch etwas fragen. Patricio Matthias da. Freien sollst du dich gerade zwischen Burg, Wien, Kurt und Suno. Jetzt ist er ganz in Suno. Also ihr seht, ich bin gerade ein bisschen. Ja, jetzt ist er da hinten ganz, angeblich. Oh Mann, ich renne jetzt noch einmal zurück. Aber dann ist Ende. Hier haben wir Fußsoldaten. Die sind aber nicht schneller wie wir. Der war es nicht. Mal vielleicht mal wieder zu Veluca gehen und vielleicht taucht er da auch irgendwann mal auf. Aber anscheinend dauert das bei dem. Zumindest ist er eigentlich nie hier. Nahe Burg Ergelon. Okay. Das ist ein bisschen unschön, dass man das immer so machen muss, ja. Ah, der ist hier in der Nähe. Oh, das ist super. Der ist also ganz nah. Das heißt, wir könnten ihn sogar endlich mal bekommen. Oder endlich mal finden. Da ist er. Da ist er. Da. Da, 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 da. Ui, ich habe ihn gefunden. Und 0 auf 2 angestiegen. Nehmt am Turnier teil. Ja, schön. So, nee. Da haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Beziehung bekommen. Und jetzt können wir uns auch mal vielleicht mit Praven so ein bisschen, ne? Ein bisschen schnacken. Weil ich würde halt langsam eigentlich auch gerne mich mal jemanden anschließen. Und das sind. Also meine Favoriten sind eigentlich die Schwadian, die Schwadern oder Schwadien oder die auf jeden Fall.
Quest fehlgeschlagen, bildet die Bauen. Ja, konnte ich nicht, das war kaputt. Hoffentlich wird das nicht mehr passieren. Ja, eigentlich mache ich sowas auch nicht gerne. Ist halt die eine Quest ist fehlgeschlagen, aber dafür haben wir ein Turnier gewonnen, mehr Ansehen bekommen und vor allem auch ordentlich Cash, also 3700 wieder am Start hier. Und da können wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen was aufbauen für. Zum Beispiel in Praven können wir jetzt auch vielleicht ne, irgendwas aufbauen, was uns dann Geld bringt. Oder wir können anfangen, Kriege anzuzetteln. Und ja, jetzt uns selber, sage ich mal, am Kriegsgeschehen beteiligen. Aber ihr seht schon, die Einheiten von den Gegnern sind auch verdammt stark. Und das wird gar nicht so einfach. Deswegen, da müssen wir mal schauen. Ich werde mir da noch Gedanken zu machen, wie wir das am besten machen. Und ja, unsere Armee wird ja auch immer größer und wir müssen die auch irgendwie halten. Das heißt, wir brauchen dann entsprechend Geld. Sind das viele Waldbanditen hier. Das hier, wir haben 578 Gefangene. Also die werden richtig stark hier. Und langsam wird es auch nicht mehr so einfach, die hier abzuziehen. Vielleicht können wir auch mal ein paar Seeräuber hier. Ein paar Seeräuber angreifen. Aber ich glaube, die sind auch so dermaßen stark geworden. Ja, 47 Seeräuber hier. Das ist richtig geisteskrank. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das hier alles angehen und wie wir vielleicht auch mal die Seeräuber attackieren können. Auf jeden Fall, ja, ich mache mir einen Kopf und dann beim nächsten Mal werden wir uns eventuell schon jemanden anschließen oder wir werden wieder ein bisschen Banditen hauen, beziehungsweise werde ich das wahrscheinlich zwischendurch eh mal machen, um unsere Truppen so ein bisschen zu leveln. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und oh, ich habe ja ein Level-Up, das können wir noch eben schnell machen hier. Und zwar würde ich sagen, ein bisschen Wendigkeit. Na, wobei. Ja, machen wir mal Wendigkeit. Und dann würde ich einmal sagen, noch ein bisschen Athletik. Und Zweihandwaffen sind auch nicht verkehrt. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und das ist schon wieder aufgelevelt und den kümmere ich mich gleich. Und ja, wir sehen uns dann moin wieder, beziehungsweise bei der nächsten Episode nicht moin, ne, das sage ich mal im Livestream deswegen. Aber wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss.